Das ist die Geschichte vom Römergrab. Das ist eine Geschichte aus Vilnius. Wenn man Vilnius reingeht und an der Straße nach Vilnius zwischen der Siederbrücke und dem Weiler Bardell, da ist das sogenannte Höllerschupfe. Das ist also eine alte Schupfe, die was meistens leer steht. Und daneben ist so ein Hügel, ein grüner, höherer, bewachsener, mit groß bewachsener Hügel. Darunter soll ein römischer Soldat begraben sein. Und der ist natürlich wahrscheinlich aus dem ersten oder aus dem zweiten Jahrhundert, wie die Römer halt bei uns da waren. Wahrscheinlich hat er entweder schon verwundet worden oder auf alle Fälle ist er gestorben und man hat ihn begraben und alle seine Dinge. Und die Vilnesser Bauern sagen, wenn sie oft einmal auf Nacht oder in der Nacht spät heimgehen, dann hören sie, wie der Zenturion, wahrscheinlich war es ein römischer Zenturion, seine Truppen kommandiert und da hört man Pferdegewirr und da hört man die Waffen klirren und wie die Römer auf die Schilde schlagen und wie sie schreien und kommandieren. Also am ganzen Feldzug herrscht vorbeiwandern. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob dieser Geisterfeldzug den eingegrabenen Römer zu ehren, den besucht. Weil es sind ja viele Römer da gefallen. Nicht? Und es ist halt unheimlich in der Nacht. Es ist besser, wenn man in der Nacht nicht vorbeigeht. Und da auf dem Bild, das ich gemalt habe, da sieht man den Weg, der was auf der Straße von Vilnius zwischen der Siederbrücke und dem Weiler Bardell neben Höller Schipfel vorbeigeht und daneben sieht man den grünen, mit Gras bewachsenen Hügel und drunter siehst du diesen Zenturion begraben. Oben im Kopf hat er ein Skelett und da sieht man den Helm mit dem Zenturion, mit dem Hohr und dem Schild und Schwert und die ganze Rüstung, die glänzt noch ein bisschen, nicht mehr so wie früher, aber auf alle Fälle. Der hat da seine ewige Ruhe. Und daneben siehst du zwei Bauern, einer, der wird schon mehr wissen, weil der erklärt den anderen die ganze Geschichte von dem Römergrab und der eine, der horcht zu, als wäre der Fack hinterm Gatter und horcht und was der halt alles erzählt. Enten ist ein Schipfel und dahinter siehst du noch die andere Seite vom Vilnissertal mit zwei Hefe oben auf dem Berg. Und es ist die Geschichte vom Römergrab in Vilnius.